Jetzt kommt ein Vortrag von Tobias Blümel. Er ist Historiker aus Berlin. Er forscht zu Zeitgeschichte und ist assoziiert dem Selma Stern Zentrum für jüdische Studien. Er spricht über die Zeit der Besatzung und er spricht auf Deutsch. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Zeit läuft, ja, ich habe 15 Minuten, deswegen halte ich mich mit meiner Dankesrede an die Veranstalterin. Kurz herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Und ich möchte auch Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, erst einmal herzlich danken, dass Sie hier und heute so zahlreich erschienen sind, um sich mit der bzw. den Schattenseiten der deutsch-griechischen Geschichte kritisch auseinanderzusetzen. Und dies war und ist bisweilen auch noch in der gegenwärtigen Deutschland keine Selbstverständlichkeit. Das vorwiegend im Ausland als Erinnerungs- und Aufarbeitungsmeister bewunderte Deutschland verdrängte über viele Jahrzehnte hinweg die abscheulichen und menschenfeindlichen Verbrechen, die im Namen der sogenannten deutschen Neuen Ordnung während des Zweiten Weltkrieges in Griechenland verübt worden waren. Die deutsche Besatzung stürzte im April 1941 das ohnehin schon kriegsgebeutelte Griechenland, das sich zwar sehr verlustreich, jedoch mit außerordentlichem Erfolg gegen die italienische Invasion zur Wehr setzen konnte, nicht nur in einen politischen und ökonomischen, sondern vor allem auch humanitären Abgrund. Nach der Sowjetunion, Polen und Jugoslawien zahlte das schon Ende der 1950er Jahre bei deutschen Touristen so beliebte Griechenland den höchsten Blutzoll. Circa eine halbe Million Menschen starben hier und an den direkten Folgen von Besatzung und Krieg. Da überlitt fast die Hälfte der Opfer im Winter 1941-42 der Besatzung den Hungertod. Lebten am Vorabend der deutschen Besatzung in Griechenland noch circa 70.000 bis 72.000, so gibt die Forschung an, Menschen jüdischen Glaubens in 31 über das ganze Land verteilten Gemeinden, wurden zwischen 1943 und 1944 die meisten deportiert und in deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet. 86% des griechischen Judentums, dessen Geschichte zum Teil bis auf die Zeit vor Paulus zurückgeht, war ausgelöscht worden. Mit ca. 46.000 war der Anteil der ermordeten Jüdinnen und Juden in dem bis zum Vertrag von Lausanne aus dem Jahr 1932, über den auch gerade meine Kollegin Kavala gesprochen hat, mehrheitlich jüdisch geprägten Thessaloniki besonders hoch. Mit den Menschen verlor die auch als bekanntermaßen Madre de Israel oder auch Zion des Westens genannte internationale und multireligiöse Hafenstadt an den Nordufern der Ägäis ihr jüdisches Kulturerbe. Synagogen wurden dem Erdboden gleichgemacht. Jüdische Schulen geschlossen, tausende Geschäfte arisiert bzw. christianisiert und Straßen umbenannt. Der wahrscheinlich größte und älteste jüdische Friedhof Europas, der über 500.000 Gräber zählte und sich über eine Fläche von ca. 350.000 Quadratmetern bzw. 35 Hektar, vielleicht kennen Sie die eine oder die andere unter Ihnen, den Friedhof von Prag, der ist 35 Mal größer gewesen. Im Herbst 1942 wurde auf Initiative der kollaborierenden Stadtverwaltung dieser Friedhof dem Erdboden gleichgemacht, beziehungsweise auf Vorschlag des Generalgouverneurs von Makedonien, einem Vassilis Simonidis, wurde der Friedhof zerstört, die Grabplatten zum Straßen- und Kirchenbau oder für das Anlegen von Schwimmbecken zweckentfremdet worden. Laut eines zeitnahen Berichtes des amerikanischen Konsuls in Istanbul wurden die erst kürzlich Beerdigten bisweilen, ich zitiere, den Hunden zum Fraß vorgeworfen oder in der Pathologie der gerade erst gegründeten medizinischen Fakultät der auf den Ruinen des Friedhofs errichteten Aristotelio-Universität den Studierenden zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt. Bis ins Jahr 2014 weigerte sich die Universität, hier zumindest eine Gedenktafel anzubringen, war die Rechtslage nicht klar war angeblich. Und erst seit 2015 wurde wieder, seit
der Mittagsaß-Diktatur einen Lehrstuhl für jüdische Studien eingerichtet. Aber auf dieses Thema werden wir hoffentlich in der Diskussion noch detaillierter zu sprechen kommen. An der deutschen Besatzung und Vernichtungspolitik profitierten also auch eine ganze Reihe nicht-jüdischer griechischer Opportunisten. Doch, unabhängig davon, die es gilt immer wieder und sehr deutlich und vor allem eindringlich zu betonen, federführend auf dem Gebiet der Vernichtung, nicht nur des griechischen Judentums, war die deutsche Besatzungsverwaltung und im Besonderen die ausführenden SS, aber auch Polizei- und Wehrmachtsverbände. Was geschah nun in Thessaloniki unter der deutschen Besatzung konkret? Das will ich Ihnen jetzt zumindest in groben Umrissen in der verbleibenden Zeit kurz darstellen. Wie in anderen besetzten Ländern auch, nutzten die Deutschen lokale antisemitische Organisationen, von denen auch Maria Cavalla gerade gesprochen hat, Gruppierungen wie die Ethnikienussi Ellas, El oder Elados, Studentenverbände, um judenfeindliche Ressentiments in der Stadt zu schüren. Eine griechischsprachige Zeitung, die Nea Evropi, das neue Europa, wurde eigens hierfür gegründet und gezielt selbstbekannte oder stadtbekannte vielmehr antisemitische Redakteure bei der Apoiev Martini oder Makedonia mit Propagandamaterial gefüttert und in vielen Geschäften und Gaststätten tauchten mit einem Mal Schilder mit der Aufschrift Juden unerwünscht auf. Die Vorbereitungen der deutschen Besatzungskräfte für die Erfassung der Juden Thessalonikis liefen sofort nach der Einnahme der Stadt an. Bereits im Mai 1941, also nur einen Monat nach der Einnahme der Stadt, kam eine Abteilung des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg. Dies war eine 1940 gegründete NSDAP-Organisation, die für den Raub von Kulturgütern aus den besetzten Ländern zuständig war. Und sie unterstand, wie der Name schon nahelegt, dem Chefideologen Alfred Rosenberg. Sie bestand aus zwei Sonderstäben. Der eine war in Athen, der andere war in Thessaloniki. Der in Thessaloniki war geleitet von einem Studienrat. In Zusammenarbeit mit der geheimen Feldpolizei der Wehrmacht führte der Sonderstab über 50 Razzien durch. Dabei wurden die Gemeindezentren und Synagogen durchsucht, Archive beschlagnahmt, über 2300 Bankschließfächer durchsucht, teils konfisziert und führende jüdische Persönlichkeiten verhaftet und verhört. Währenddessen müssen alle Juden der Stadt ihre Radiogeräte und, wenn vorhanden, ihre Klaviere abgeben. Wohnungen und Schulen werden beschlagnahmt. Der Mitte November verfasste Abschlussbericht befindet sich im Bundesarchiv für alle nachzulesen, auch auf Deutsch, listet nebst liturgischen Gegenständen und historischen Dokumenten auch über tausende Bücher aus jüdischen Bibliotheken auf. Das Raubgut wurde mit Hilfe von griechischen Universitätsprofessoren und Übersetzern ausgewertet und landete, soweit bekannt, in dem 39 in Frankfurt gegründeten Institut zur Erforschung der Judenfrage. Derweil wurde auch Thessaloniki im Winter 41-42 von der großen Hungersnot gepackt. Malaria griff um sich und wie in anderen Städten Griechenlands auch waren Elend und Hungertod Teil des täglichen öffentlichen Lebens. Der letzte Hungertote ist erst im Jahr 1943 zu verzeichnen. Danach stellte sich das ein. Ein halbes Jahr nach der Wannsee-Konferenz, auf der Organisation und zeitliche Koordination der Vernichtung des europäischen Judentums besprochen wurde. Also es wurde nicht die Endlösung auf der Wannsee-Konferenz beschlossen, sondern nur die Koordination derer. Die Endlösung war mit Kommissarbefehl schon längst entschieden. Fand die erste öffentliche Massenerniedrigung, also 6 Monate nach Wannsee, von Juden in Thessaloniki statt. Am Schabbat des 11. Juli 1942 mussten sich ca. 10.000 männliche Juden im sogenannten arbeitsfähigen Alter zwischen 1842 bis 1852 makabererweise auf dem Platz der Freiheit zum sogenannten Arbeitseinsatz registrieren. Dabei war ihnen das Tragen einer Kopfbedeckung untersagt, natürlich gegen religiöse Bräuche. Es ging ja auch um eine öffentliche Erniedrigung. Und viele brachen letztendlich in der glühenden Sommerhitze zusammen, wurden geschlagen, mit Wasser übergossen und zu Leibesübungen gezwungen. Die Anwohner beobachteten das menschenverachtende Spektakel von ihren Balkonen aus und eine Kraft durch Freude-Gruppe animierte. Oh, wie schön. Animierte die Umstehenden mit klatschendem Beifall, während Wehrmachtsangehörige mit Leica-Kameras den Erniedrigungsprozess für ihr das Kriegsalbum aufnahmen.
Die Sterblichkeitsrate unter den jüdischen Zwangsarbeitern war hoch. Forschung geht von 11-20% aus. Die Essensration niedrig, 100 Gramm Brot und ein Schuss Kohlsuppe. Der sogenannte Arbeitseinsatz in den umliegenden Bergwerken beim Straßen- und Schienenbau war natürlich nichts anderes als Sklavenarbeit und folgte dem Prinzip Vernichtung durch Arbeit. Die jüdische Führung wurde mit dem Leid ihrer Gemeindemitglieder erpresst. Kriegsverwaltungsrat Dr. Max Merten, Rechtsanwalt von Beruf, dieser Name ist dann das Gedächtnis der griechischen Juden eingebrannt, schlug der Gemeinde vor, gegen Zahlung einer Milliardensumme ihre Glaubensbrüder freizukaufen, also Geld statt Tod. Der Gemeinde gelang es natürlich nicht, diese horrende Summe in der kurzen Zeit zusammenzubekommen. Dann erhielt Merten kurz Seite von griechischer Seite Unterstützung. Vassilis Simonidis, besagter Generalgouverneur von Makedonien, nutzte die Gunst der Stunde und setzte damit einem jahrzehntelang dauernden Disput zwischen den Stadtplanern und der jüdischen Gemeinde ein endgültiges Ende. Er schlug Merten kurzerhand am 17. Oktober 42 vor, der Rest des Lösegeldes könnte durch den Verkauf des Geländes des jüdischen Friedhofs beglichen werden und die Juden sollten sich sofort um die Verlegung der Gräber kümmern. Bitte erinnern Sie sich, es geht um 500.000 Gräber. Sollte darauf nicht eingegangen werden, würde der Friedhof zerstört. Da seitens der jüdischen Führung eine solche Entscheidung unmöglich, weder ad hoc getroffen noch selbst wenn umgesetzt hätte werden können, ordnete der Bezirksingenieur im Dezember 42 die Einebnung des Friedhofs an. Die Grabplatten, zum Teil aus dem 15. Jahrhundert, zieren noch bis heute Bürgersteige, Kirchenfassaden und selbst Gaststätten. Die Enteignung der Juden hatte also begonnen. Es wurde deutlich, dass nicht einmal die Toten hier noch Ruhe finden würden und Dr. Merten, so unterschrieb er die Verkaufsanweisungen, begann nun stetig für sich und seine Vertrauten Geschäfte zu machen. Da sich die Italiener gegen die Einführung der Nürnberger Rassegesetze und die Deportationen in ihrem Verwaltungsbereich trotz deutschen Druckes sperrten, schickte Eichmann im Februar 43 zwei seiner besten Männer nach Thessaloniki, um die vollständige Enteignung, Ghettoisierung und Deportation der Juden vorzubereiten. Das sogenannte Sonderkommando der Sicherheitspolizei für Judenangelegenheiten, Saloniki Ägäis. Bestand aus SS-Hauptsturmführer Dieter Wislezeni, dem sogenannten Spezialist und Berater für jüdische Angelegenheiten in Bratislava, und Alois Brunner, der noch am 9. Oktober 1942 aus Wien meldete, dass die 180.000 Juden nun weg seien und die Stadt judenfrei sei. Danach ging er nach Berlin und kümmerte sich um die Deportation der 56.000 Berliner Jüdinnen und Juden. Und Anfang Februar 1943 wurde er zusammen mit Wislezeni nun nach Saloniki geschickt. Lokale Kollaborateure dienten ihnen bei den Verhören als Übersetzer und wurden bei den Beschlagnahmungen mit jüdischen Vermögen bezahlt. Wislezeni und Brunner bereicherten sich dabei massiv. Die Juden mussten von nun an erkennbar den Davidstern tragen, ihre Geschäfte und Wohnungen kennzeichnen, ihr Vermögen auf vorgedruckten Formularen registrieren und in Ghettos umsiedeln. Für den Ausverkauf des Eigentums der Juden Thessalonikis wurde eine Woche vor dem ersten Deportationszug, der die Stadt am 15. März 1943 mit über 2.800 Menschen Richtung Auschwitz verließ, von der deutschen Militärverwaltung das Amt für die Verwaltung jüdischen Vermögens eingerichtet. Mithilfe dieser Behörde flossen rund 280 Millionen Drachmen an die deutsche Militärverwaltung. Die leerstehenden jüdischen Wohnungen und verlassenen Geschäfte wurden treuhänderisch dem Generalgouverneur von Makedonien übergeben, doch federführend blieb die deutsche Militärverwaltung. Dabei profitierten deutsche Unternehmen wie zum Beispiel Schenker & Co., an das Dr. Merten unter anderem 7.500 Marmorplatten, also Grabplatten aus Marmor, und 40.000 Ziegel verkaufte. Das Hab und Gut der Todgeweihten, die für ihre Fahrt nach Auschwitz die Bahntickets selber bezahlen mussten, wurde mitunter auch kostenfrei Gefälligkeitsdienste verteilt. Ich habe bisher mich mit Archivmaterial zurückgehalten, aber ich möchte doch hier zitieren aus einem erhaltenen Schriftstück aus dem Archiv des Amtes für die Verwaltung jüdischen Vermögens in Makedonien. Zitat: Aus dem ehemals jüdischen Geschäft Safati in der Megalo-Alexandros-Straße 12 sind im Auftrag von Herrn Dr. Merten für Leutnant Wrede 6 Paar Kindersöckchen zu entnehmen. Die Waren sind von der Inventurliste abzusetzen.
Der letzte, 19. Deportationszug aus Thessaloniki erreichte Auschwitz am 18. August 1943. Von den knapp 50.000 Juden der einst idyllischen Hafenstadt kehrten weniger als 2.000 nach Griechenland zurück. Aus der bulgarischen Besatzungszone überlebten nur die wenigsten. Der überwiegende Teil der Juden in der italienischen Besatzungszone, wohin sich vor der deutschen Besatzung ca. 1200 Juden aus Thessaloniki geflohen haben, wurde nach Mussolinis Kapitulation von den Deutschen erfasst, deportiert und überwiegenden Teil ermordet. Das Überleben der insgesamt, die Zahlen variierten zwischen 8.000 bis 10.000 Juden Griechenlands mit inklusive der Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus den Vernichtungslagern, ist vor allem auf das zivilgesellschaftliche Engagement von beherzten Mitmenschen zurückzuführen, die sich der Gewalt des deutschen Faschismus mehrheitlich nicht beugten. Auch einige Politiker, geistliche Würdenträger und Intellektuelle protestierten. Doch faktisch den bedeutendsten Widerstand gegen die deutsche Besatzung leistete die Nationale Befreiungsfront, die EAM und ihr militärischer Arm, die Nationale Befreiungsarmee. Volksbefreiungsarmee, in deren Reihen auch über 650 Jüdinnen und Juden für die Befreiung von den deutschen, vom deutschen Faschismus kämpften und später als Verräter von den rechten Bürgerkriegsgewinnern gebrandmarkt und teils ins Exil getrieben wurden. Die Aufarbeitung der Shoah in Griechenland ist nur auf die Initiative einer Handvoll engagierter Wissenschaftlerinnen erst in den 1990er Jahren zurückzuführen. Doch in Deutschland hat dieser Aufarbeitungsprozess tatsächlich erst vor kurzem mit den vielen wissenschaftlichen Publikationen und auch den deutschen Übersetzungen, unter anderem auch des Zentrums Modernes Griechenland an der FU Berlin, dem bilateralen Oral History Projekt Erinnerungen an die Okkupation Griechenlands, aber auch mit dieser Veranstaltung des Museums für europäische Kulturen begonnen. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eine facettenreiche Diskussion. Applaus